Hallo, Freunde. Na, wie geht's euch denn heute? Ich hoffe doch gut. Und ich würde das auch ganz gerne am Ende der heutigen Folge auch noch behaupten, denn ja, wir sind wieder in Fight mit dem guten Jurgir. Den wir ja schon tatsächlich, da liegt eine Kugel, den wir ja schon im Dialog vor zwei Folgen begegnet sind, der in einer kleinen Übermacht hier steht. Und nun, ich weiß noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Sollten wir vielleicht einfach... Very well. Geh vielleicht einfach mal weg. Certainly. Time for a cull. On my way. Dass die vielleicht einfach mal rauskommen. Have to keep going. Beziehungsweise bereite mich einfach schon mal vor. Obwohl, nee, wir warten erstmal. Ja. Die können von da oben angreifen. Knurr. Schön, wie die da oben alle jetzt stehen und gucken. Okay, kann ich da oben denn auch hochschießen? Zu dunkel. Vielleicht mal mit dem Fall des rollenden Donners. Gehen wir nochmal weiter. Wir gehen wahrscheinlich irgendwo hin spazieren. Fehlschlag, auch gut. Oder nicht. Natürlich schon gern die ganzen Ads da runterholen, ne? Wenn ich da jetzt so ein Dot, das müsste ich gleich mal mit Gale machen, so eine Donnerwelle reinhauen. Ach
Ne, erstmal muss ich mit Tayun angreifen. Oder kann ich hier nochmal einen rollenden Donner da hinhauen? Bei mir mache ich nicht so viel Damage. Vielleicht hier weg. Ah, Mann, jetzt. Ich möchte mich da hochporten, du Hegel. Anderes. Alle null. Toll. Knight to King 5. Der Schlag. Ich hab da halt nichts, was ich da sogar hinwerfen kann, ne? Vielleicht. Spinneiersack. Anderes, dann schieße ich einfach mit dem Bogen. Okay. My faith will protect me. Heading there. Schade. Oh, wir springen sogar runter. Toll. Der hat, glaube ich, irgendeine Granate aktiviert. Okay, wir laden mal. Wir sind eh alle down gerade. Hätte ich mich da hochgeporten können. Gut, wir können also nicht abhauen. Das ist das Erste. Dann müssen wir das anders angehen. Puh. Ich weiß gar nicht, wann ich die Folge gestartet habe. Jetzt einfach mal irgendeine Zeit auf, in der Hoffnung, dass das passt. Vielleicht werden wir ein bisschen länger zugange sein. Natürlich. Okay. On my way. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier nach. Halten wir hier oben den Zimmer vom Leib. Gale. Tote beleben.
aus einem Leichnam. Schwachen Elementar beschwören. Laser. Den holen wir wieder mit rein. Was ist mit ihm? Jetzt backt er rum. Hat er sich beruhigt? Ich glaube. Ja, wir müssen erst mal da drunter wieder. Isa ist fast tot. So. Dann holen wir doch mal was ein bisschen raus. Pfeil der Säure. Zu dunkel. Ich probiere trotzdem ein bisschen Pfeil der Säure. Der hat funktioniert. Ich hole mir mal die Spiegelbilder ran. Nummer 1. Und für Nummer 2 erstmal den Asarion ein bisschen heilen. Mit Gale könnte ich jetzt halt wieder super gut. Nebelschritt. Ich kann mich nicht nach hier oben hinporten, weil ich das nicht sehe. Das ist doch zum Kotzen. Oh, jetzt hat er aber wenigstens ein Leuchtkügelchen über sich. Let's spill some blood. On the way. Ist nicht im Vorteil. Blendender Schuss. Okay, der ist gleich down. Unsichtbarkeit, natürlich. Aber jetzt reicht's doch mal. Don't waste the step. Unsere Explosion, Unsichtbarkeit, verschwimmen. Hier entsprechend Vertrauen rufen.
nicht hoch. Okay, der steht da, glaube ich, immer noch. Ich probiere einfach mal. So. Er ist down. Nicht erreichbar. Ja, was macht ihr jetzt? Euer Boss ist weg. Heilen. Ja. Toll, kritischer Treffer. Noch kommen sie an Gale und Asarion dran. Sollte nicht mehr lange der Fall sein. So. Hier ist sie, kann ich wieder belebt werden. Ja, komm, so ein Heiltränkchen können wir uns mal gerade gönnen. Was haben wir denn hier noch so? Saloons Träume. Hat sich selbst mal kurz geheilt. Ja, und im Endeffekt kommen die jetzt nicht mehr an uns dran, ne? Die müssen jetzt runterkommen. Und während die ihre Aktionspunkte darauf verschwenden, runterzukommen, können wir ganz easygoing da warten. Erreichbar. Kann ich den hier vielleicht schon mal Loot nehmen? Oh, scheiße. Na, was soll's. Da, die stehen da, das ist so perfekt. Segnen. Auf Angriffs- und Rettungswürfe. Jun, Starion und Gay. Entscheidet sich für einen anderen Weg. Warum ist der Zielpunkt hier nicht erreichbar? Lock to Queen 6.
müsste das doch eigentlich funktionieren. Außer Sichtweite. Vielleicht bereue ich das. Das war, glaube ich, nicht die beste Entscheidung. Tayun. Auch er müsste sich teleportieren können. Heilendes Wort. Warte mal, werfen. So, dann steht er wieder. Vielleicht sollte ich es doch bezaubern. Na gut, der Acer bringt mir hier gerade nicht so viel. Vielleicht noch mal eine Waffe hier oben beschwören. Haben wir die zumindest noch mal mit dabei? Und Fluch, Furcht, Dimensionstür, teleportiere dich nächstes einfach mit an eine Stelle, die du sehen kannst. Verwandlung. Ja, ich glaube, also die müssen da oben schon irgendwie gerade selbst mal klarkommen. I hope so. Okay.
Asarion. Schattendurchdrungener Schlag. Muss man, wenn der Angriff trifft, wenn es den Angriff verbergen, nicht auf. Verdammt. Das hat nearly ended. Das ist doch scheiße. Dieser kann, glaube ich, nicht helfen. Ja, das sollte ich vielleicht jetzt nicht machen. Das ist scheiße, dass es ein Bonuszauber ist. Dran. Keine Chance. Ihn sehe ich halt nicht. Oh, das ist doch alles scheiße, Mann. Okay, was ist, wenn ich... Alle tot. Und das wollte ich jetzt nicht. Ah, okay. Ja. Sorry. Das war jetzt doof. Ich dachte, ich könnte mich jetzt... Ich wollte mich jetzt eigentlich zurückporten und mit Hilfe von Opa Knorrig die Kandidaten wiederbeleben. Oh, dabei lief das doch so gut. Es war eine Fehlentscheidung, mit Gale hochzugehen. Ich hätte das nicht machen dürfen. Ich entschuldige mich, ich habe den Kampf selber verbockt. Weil ich dachte, ich hau jetzt mal voll rein. Was aber nichts bringt. Ansonsten war die Strategie ja sehr gut. So, alle mal rein da. Ja.
can be blasted off you before you die. Ach, die Dinger wieder. Dickende Mine. I should fetch that. Werfen. Better get to work. Sehr geil. Ich bezaubere die mal ein bisschen. Natürlich, Rettungswürfe gelingen ja immer. So. Zeichen des Jägers. B-Schlag. Jo. Na, aber der andere war kritisch getroffen, das ist okay. Okay, war ein Fehlschlag. Ansonsten kann ich nicht allzu viel machen. Na gut, das Problem ist, der ist jetzt zu nah dran. Ein Lebenspunkt noch. Schon wieder Rettungswurf gelungen. Ich weiß auch nicht, was er will. Aber willst du hier einfach alles in die Luft jagen? Through.
So. Die Sachen nehme ich mit. Another step forward. Bei der Menge an Handgranaten gehe ich einfach auf Distanz. Weil wenn die hochgehen, dann gute Nacht. Ja. Ich glaube, er muss das alles gerade erstmal verarbeiten. Let's turn someone inside out. I won't give in. Ja. Das Menü anpassen. Ja, was ist denn jetzt mit euch da oben? Horten da Meregon. Hä? Na toll. Jetzt ist das Spiel abgeschmiert. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Oh boy. Ja, ich muss mal schauen, was ich mache. Ich melde mich gleich dann wieder. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück bei Baldur's Gate. Immer noch in derselben Folge. Wir sind immer noch im selben Kampf. Und für all diejenigen, die sich wundern, hä, was ist denn hier Phase? Ich habe, glaube ich, jetzt knapp eine Stunde an diesem Kampf gesessen und es jetzt in diesem Kampf bis zu diesem Punkt hinbekommen. Wir haben, ich will immer Jorik sagen, den Obermotzki besiegt. Der liegt hier, das ist seine Überreste, Jurgir, so heißt er. Mein Problem war immer gewesen, der Kampf an sich war nicht schwer, bis zu dem Moment, wo er fast tot war und in alle Richtungen seine scheiß Bomben schmeißt. Weil dann war immer vorbei. Dann sind nämlich seine Handlanger gekommen, haben die Bomben aufgesammelt und haben meine Leute alle in die Luft gejagt. Dieses Mal habe ich es hinbekommen. Er stand hier, hat seine Bomben hier überall in diesem Bereich verteilt. Und ich bin halt mit allem Mann sofort spurten und ab durch die Mitte weggerannt und hasse nicht gesehen. Und ich habe es zumindest geschafft, jetzt mit den meisten, Schattenherz steht noch da, die habe ich aus Sicherheitsaspekten, weil die noch fast volle Lebensenergie hat, dagelassen. Der Rest ist so ein bisschen away. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade Möglichkeiten, relativ gut den Kampf zu überstehen, weil die Bomben sind weg. Deswegen, wo habe ich eigentlich meine, wo sind meine Heiltränke eigentlich? Ich habe sogar noch welche dabei. Jetzt mal im Ernst, wo sind meine Heiltränke? Also die großen habe ich hier, ja, aber ich habe doch noch kleine Heiltränke. Bin ich jetzt blind? Trank der Vitalität? Ach hier, ja, ich bin blind. So. Und hier können die mich nämlich nicht angreifen. Dann würde ich nämlich einfach mal mich hier hinten kurz aufbauen. Und die erstmal alle hier runterkommen lassen. So, alle mal hier hin. Okay, ich habe noch einen Stufe 4 Zauber. Den würde ich dann vielleicht eher dazu nutzen, dass wenn einer von den anderen beiden, Balassarion und Gale, sind fast down. Okay, ich dachte, der Greif kann mich jetzt doch von da angreifen. Das wäre jetzt nicht so geil. Falls einer von denen down geht, dass die halt mit einem Lebenspunkt übrig bleiben.
Und im Bestfall ist es so, dass halt nur einer immer auf einmal runterkommt. Don't get too close. So, Gale. Mit ihm können wir hier nochmal unser falsches Leben gerade einsetzen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Asarion, guck mal, du hast ja auch nochmal deine Kette hier. Sogar nicht eingeschlafen. Hahaha. Ha, ha. Warum auch immer die sich da jetzt gerade alle oben positionieren. Ein Teil kommt runter, das ist gut. Wie gesagt, die sollen ruhig mal nach und nach kommen. Also es wird heute eine etwas längere Folge werden. Einfach aus dem Grunde heraus, weil... Bewegungsrate. Ah doch, ich komme dran. Weil ich die gerne auch mit erledigen möchte. Ah, ah, ah. Ja, verdammt, da war ein Fehlschlag. So, Schattenherz stelle ich nach vorne. Ich habe halt... Ich habe keinen Zauber mehr. Okay, pass auf, den Überlebenszauber. Den gebe ich tatsächlich mal auf Taiyun. Mit den beiden würde ich ganz vorne kämpfen. Ja. Die kommen noch entsprechend von oben dran. Aber zumindest ein Teil kommt unten lang. Okay, da kriege ich Asarion da hinten noch. With ease. Komm, untersuch das. I've missed this. Hinterhältiger Angriff. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Nee. Der normale. Oder weißt du was? Ich habe ja noch den Blendschuss. 65%. Weg ist unterbrochen. Der ist blind, das ist gut. Verkriech ich mich dann mal da in der Ecke wieder. Steht. Ziel ist zu nah. Okay. Mann, ey, warum kann der... Heilige Flamme. Ja, okay, die hat nur 30% Grad. Habe ich denn noch irgendeinen schönen Schlag, den ich hier einmal im Pulsstopper? Oder hier erschütternder Hieb. Oh, der ist benommen. Der ist blind, der sieht nichts, der kann gerade nichts machen. Die können aber nur einmal mit dem Fernkampf angreifen. Ich muss gucken, dass ich vielleicht erst die da unten erledige. Mann! Komm, enttäusch mich nicht, Asarion. Wenigstens du.
So. Wieder einer weg. Was ist die da oben? Ich dachte gerade, was stehen da für riesige Kerle auf einmal im Mittelgang? So. Nee, wir gehen natürlich wieder auf Fernkampf. Natürlich ein Fehlschlag, ey. Leute, was ist das? Tajun, streng dich bitte ein bisschen an. Wir können nicht auf den letzten Metern jetzt auf diese Art und Weise so versagen. Das wäre einfach nur peinlich. So, nice. 20 Damage. Heilige Flamme ist 30%. Ah ne, das war jetzt dumm. Leider hast du spät bemerkt, dass ja Feuer überhaupt nichts bringt. Well. Sollte ich vielleicht nochmal Elixier Kolossus Magierbannöl. Allerdings Elixier Arkan Kultivierung, Zauberplatz dritten Grades. Ne, komm. Okay, der ist nicht mehr blind. Her. Please help me. Ja, ist ja okay. Komm, mach falsches Leben nochmal wieder. Please help me. Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Und hier ein Tränkchen nimmst du auch nochmal. Guck mal, dann bist du doch wieder richtig gut dabei. Time to kill. Muss im Vorteil gegen das Ziel sein. Bei denen da oben auch. Let's play. Na. Die da unten muss ich zuerst ausschalten. Einer weg. Sehr nice. Shouldn't have made me your enemy. Natürlich, dann ist mal wieder ein Fehlschlag. Wonder if the gods are watching me. Let's finish this. So, heilige Flamme vielleicht. 30%. Andererseits, Feuerding bringt sowieso nichts. Fernkampf. Okay, jemand unter 30%. Schild der Hingabe, Beistand. Heil dich und erhöht deine Trefferpunkte maximum 10 Trefferpunkte. Machen wir das. So, mal umgehauen. Ein Vorteil gegen das Ziel sein. Ah, komm schon, du bist doch... Wenn das kein Vorteil ist, den wir gerade haben... Ein Tränkchen. Hab halt keine Tränke mehr mit ihm, nur den großen. Spekulieren wir mal drauf, dass es schon schafft. Wo kommt der Jun? Enttäusch mich jetzt nicht!
Der Typ liegt am Boden. Komm schon. Okay, immerhin. Ready. Ready or not. Okay, bitte jetzt nicht ausrutschen, Schattenherz. Kannst du mal draufhauen? Nee, schade. Heiltränkchen nehmen wir aber nochmal. Beruhig dich doch mal. Und nächstes Mal hat er Stand gehalten. Au! Aber er hat mich weggehauen. Der ist auch weg. Wieder einer weniger. Kann ich mich hinter Taiyun verstecken, wenn er mich hier sowieso immer trifft? Kommt, Leute, wir schaffen das. Muss ich da irgendwie oben treffen? Sehr nice. 39, 45 sind noch relativ voll von den Punkten her. Aber die kriegen wir schon. Heilige Flamme. Der hat nicht funktioniert. Es sind noch zwei. Asion ist down. Helf ihm mal. Weil er kann besser aktiv werden als Gale. Vielleicht können wir die nochmal ablenken. Wobei er jetzt gar nichts machen darf. Time to move. Könnt mich einmal hierhin verstecken. Also wenn die mich hier noch treffen, dann weiß ich auch nicht. Mal auf den Angeschlagenen. Bam! Da ist er weg. Kritischer Treffer, nice. Okay, da war viel Schlag. Wir schaffen es auf jeden Fall. Ich leg mich fest. Also wenn der eine uns vier jetzt platt macht, dann weiß ich auch nicht. Dann haben wir es auch nicht verdient zu gewinnen. Ja, bleib du mal am besten da hinten. Haha, ist ihm gefallen. Ja! Sehr geil. So, ich treffe ihn trotzdem nicht. Mein Gott, ey. Das zieht sich jetzt aber auch. Schattenherz macht hier den ganzen Damage. Der hat doch einen Lebenspunkt.
Komm, Tayun! Ein Lebenspunkt! Jawohl! Oh mein Gott! Als allererstes speichern. Um Himmels Willen. Oh boy. Merigorn-Hellebarde. Ja, ich brauche sie nicht, aber ich nehme sie selbstverständlich mit. Um Himmels Willen. So, Plagefliegen, Bindung der... Was? Bindung der Ebenen? Was ist das denn? Ziel auf eine andersweltliche Kreatur und verbinde ihr Bewusstsein mit deinem. Sie folgt dir und kämpft als dein Verbündeter. Okay, sehr geil. Werde gleich überladen sein. So, ja, hier drin, das kennt ihr ja alle schon. Erstmal nehmen wir natürlich von Iggy Sachen mit. Feuerhandarmbrust. Wir sind überladen, wie man feststellen kann. So, hier hatten wir schon mal einen ausgeschaltet. Das war ganz am Anfang noch. Der ist schon glücklicherweise runtergekommen. Sonst waren hier, glaube ich, keine, die wir erledigt haben. Hier oben hatten wir einen erledigt. Das sieht man immer an diesen kleinen Häufchen, die hier noch übrig sind. Hier habe ich auch mal einen Säurepfeil hingeschossen, weil die hier alle oben zusammenstanden. So. Ansonsten, glaube ich, haben wir hier nicht sonderlich viel. Wir können noch mal gucken, ob wir hier irgendwas haben. Hier ist zum Beispiel noch ein Skelett. Aber eine Flasche dabei, nichts Besonderes. Das ist ein Thron. So, dann lass noch mal eben wegen der Handarmbrust gucken. Was kann die denn? 6 bis 11 Schaden. Höllenpirscher bewirke möglicherweise brennend, wenn du eine Kreatur mit dieser Waffe triffst, während du versteckt oder unsichtbar bist. Sengender Strahlschuss, Hervorrufungszauber. I don't know. Ja, whatever. Aber, wir gehen als allererstes, wir haben zwar nur eine kurze Rast. Better than nothing. Aber ich würde trotzdem noch einmal ins Lager gehen, aus dem einfachen Grund, weil wir haben unsere kompletten Zauber hier verloren. Moment, eine Sache will ich noch schnell machen. Das ist wichtig, weil sonst vergesse ich das nämlich. Nochmal kurz zurück. Die Kugel nehmen wir selbstverständlich noch mit. Das Wichtigste von allem. Ich meine, jetzt sind wir sowieso schon in der Überlänge. Wahrscheinlich sehr deutlich. Ich habe keine Ahnung, wie viel Überlänge wir haben. Ich habe es mir nicht mehr aufgeschrieben und ich muss eh zusammenschnibbeln. Also von daher, ja. Da liegt sie. Die letzte Kugel, die wir brauchen, um das Tor zu öffnen. Schattenedelstein. Das ist es. Jetzt aber erstmal ins Lager zurück. In der Aufnahmepause natürlich noch wieder die Sachen ablegen. Und wie gesagt, ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Sorry dafür, dass es sich so gezogen hat wie so ein ollenzähen Kaugummi. Aber diese Scheißbomben von dem Ogre-Anführer da, die waren so ätzend einfach. Und wir haben es ja am letzten Endes geschafft. Vielen Dank fürs Dabeisein, Freunde. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Macht es gut. Bis denn. Adios, amigos. Und ciao, ciao.